Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Easy Money. Es ist jetzt wirklich Zeit für das super wichtigste Zeug in dieser Karriere. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade wie so ein Vollidiot rede. Aber egal, wir haben im Divisional Game die Chiefs 35-28 besiegt, Leute. Und jetzt heißt es, weitergehen und gucken, gegen wen wir spielen werden im Halbfinale. Wir gehen weiter, wir gucken. Ich bin gespannt. Wo steht's? Gegen wen geht's? Oh mein Gott, gegen die Ravens, Digga. Let's go. Als erstes mal, Derrick Henry Jersey ist heute am Start. Das andere von wem war? Von Young, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Aber es liegt da hinten. Und ich werde mal sehen, wie es heute laufen wird. Ne? Ich denke, wir werden ein bisschen mehr mit Henry spielen. Weil es einfach ein wichtiges Spiel logischerweise ist so. Wir müssen gucken, dass wir ausgeglichen spielen ein bisschen und nicht alles nur über den Pass machen. Deswegen, Leute, lasst uns erstmal kurz diese Drills hier machen. Dies, das, Ananas. Und dann, wenn wir im Spiel sind, können wir noch ein bisschen mehr quatschen über Super Bowl, über allgemein, was jetzt gerade bei mir so abgeht und so weiter und so fort. Weil ich denke, das könnte relativ interessant sein. Plus ein Speed, also vor allem Super Bowl quatschen kurz mal. Gucken wir einmal noch schnell ins Playoff Picture rein. Okay, Eagles sind weiter und Rams, krass. Krass. Eagles gegen Rams, also wenn wir in den Super Bowl kommen, dann spielen wir gegen einen von diesen beiden. Crazy, Digga. Sehr, sehr crazy. Dann würde ich sagen, Leute, ohne viel rumzumucken, ohne viel rumzulabern, jumpen wir mit diesem 90er Overall Level 36 Eric Money rein ins Game, Leute. Let's go. Geil, Digga. Wir spielen wieder zu Hause. Das ist wichtig und richtig. Als erstes, Leute, ich habe hier ein neues Headset, denn ich hatte Geburtstag am 8. Februar. Für alle, die das nicht wussten oder für die, die es interessiert. Am 8. Februar hatte ich Geburtstag und da habe ich unter anderem dieses Headset bekommen. Das ist tatsächlich, wenn man es richtig aufhört, hört man sich selber nicht mehr so doll. Dementsprechend muss ich das hier so zur Seite schieben, sonst höre ich mich selber nicht mehr richtig reden. Ich benutze es jetzt zum ersten Mal. Also deswegen, ich bin gespannt. So, jetzt kommen wir hier rausgerannt, Alter. Gegen die Ravens. Das ist wirklich ein sehr, sehr klassisches Ding. Titans, Ravens. Lamar Jackson hier. Ich bin sehr gespannt, Digga. Unser Coach. Leute. So, Ravens mit ihrem ersten Drive. Die nehmen richtig viel Zeit von der Uhr und scoren einen Touchdown. Das ist crazy. Sehr, sehr stark von denen. Ich mache hier mal den Sound kurz ein bisschen leider. So. Okay, gucken wir, was wir machen können. Wir kommen raus mit einem Mesh-Konzept. Also Okonkwo und Ridley laufen das Mesh-Konzept. Dowell hat so eine Sit-Route. Wir können hier schon sehen, Hopkins ist leider nach wie vor verletzt. Das ist richtig bitter. Aber it is what it is. Dowell ist da, macht den Catch. Ich bin mir bei Dowell natürlich überhaupt nicht sicher, was er wirklich kann. Ne? Also ich habe noch nie irgendwie wirklich mit dem gespielt. Ich glaube, im letzten Game musste der reinkommen, weil Hopkins halt draußen war. Und da hat er definitiv das ein oder andere Ding vermasselt, wenn ich mich richtig erinnere. Schöner Run von Derrick, Alter, der tankt sich da durch. Let's go. Wir müssen gucken, wie die Receiver heute spielen. Also jeder muss hier 100% bei der Sache sein, ansonsten wird es nichts. Dafür sind die Ravens zu stark, die haben 86er Overall. Das ist ein zu wichtiges Spiel. Den einen Yard hätte man gut und gerne ruhig mal machen können. Ja, Hopkins hat ein Elbow Injury, Miles Jack ist auch draußen, Traylon Burks auch. Stimmt, Digga. Das ist mir gar nicht aufgefallen, ey. Warte mal, hä? Ridley ist auf jeden Fall unser Top-Receiver jetzt aktuell. Wir schicken mal Uzomah auf eine Drag-Route. Oh mein Gott, war das dumm. Ich dachte, er geht runter. Das war so dumm, Digga. So werden wir das nicht gewinnen. Mit solchen dummen mentalen Fehlern werden wir dieses Spiel nicht gewinnen. Das war richtig, richtig hohl. Ich dachte, er sprintet runter. Das sah irgendwie so aus. Und dann dachte ich, könnte ich so rechts an ihm vorbeiwerfen. Ja, die Ravens scoren. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, Leute. Dowell hier leider nur, Alter. Das ist aber auch wirklich eine Maul-Situation hier mit den Receivern. So, erstmal kleines
Kurzes Play, 8 Yards. Wir müssen in diesem Drive scoren, Leute. Also wir können jetzt die Ravens auf keinen Fall wegziehen lassen. So, wen haben wir denn jetzt hier? Also ist es wirklich Ridley und Dowell sind unsere einzigen Receiver. Guck mal, da ist Henry und zwei Titans noch auf Receiver, ey. Digga. Was ist denn das bitte? Nice. Wide open. Sehr schön. So, wieder ein Mesh-Konzept. Haben wir. First down, sehr schön. So, Derrick Henry kommt mit einem Lauf. Was macht denn die O-Line, ey? Wie kann es sein, dass der minus 4 Yards hinten im Backfield schon ist? Digga. Coach legt wieder Mesh-Konzept vor. Oh Mann, hier war das gerade schwach. Das nehmen wir doch all day. Okay, dritter und 6, wichtiges Ding jetzt. So. Interessantes Play. Gucken wir mal. Boah, nein, der Blitz kam und ich konnte den Ball nicht anbringen. Ey, ich hoffe, wir können wenigstens das Field Goal reinmachen, Leute. Wir brauchen dringend Punkte. Das wäre jetzt ein 57-Yard-Field Goal von hier. Ist nicht einfach. Deswegen gucken wir mal, ob der Kicker... Nö, es passiert nichts. Cool. Okay. Aber wenigstens haben die Ravens nichts gescored, Alter, weil wenn das passiert wäre, wenn es jetzt schon ein 3-Possession-Game wäre, dann wäre wirklich Krise. So, wir schicken Uzoma auf eine Slant. Das ist nicht offen, wir rennen selber. Ist da viel Platz, let's go. Nice. 30-Yard-Run, Alter, let's go. Wir sind jetzt schon an der 50. So, wir haben 5 Verticals. Allerdings halt mit Trash-Receivern, Titans und Running-Backs. Ne, traue ich mich nicht. Antritt leider langsamer als meine Oma, Digga. Ansonsten wäre da viel Platz gewesen. Okay. Boah, ey. Boah, Digga. Wow, Alter, war das close. Ey, wir brauchen jetzt hier irgendwas, irgendein Play, Digga. Dritter und 13. Jawoll! Schlechte Coverage von den Ravens. Okay, wir gehen noch Huddle. Let's go. Hurry up. Wenn wir hier den Touchdown kriegen können vor der Hälfte, dann wäre das wirklich, wirklich wichtig. Das ist mir alles wieder viel zu zu. Jawohl. Und ins Aus. Hm, schon ein saftiger Hit noch am Ende. So, Ridley und Wiley. Digga, es ist sogar Wiley drinne. Ah, er ist nicht ganz drin, wir sind an der 1. Wir probieren es mal mit einem Run. Die Zeit tickt auf jeden Fall, das ist auch gut so. Machen wir mal eine Read Option, lassen die Zeit noch ein bisschen runterlaufen, damit die Ravens dann keine Zeit mehr haben. Second and Goal. Die Mitte ist natürlich schon gut zugestellt. Jawohl. Digga, so wichtig, Alter, dass wir hier in diesem Spiel drin bleiben, ey. Let's go, Mann. Wichtig und richtig. 13 Sekunden noch bis zur Hälfte. Ich hoffe, die Ravens machen jetzt nichts mehr. Und dann kommen wir mit dem Ball nämlich auch nach der Hälfte raus. So, let's go, Digga. Das ist doch mal ein schönes Momentum. Momentum-Shift oder Switch. Eins von den beiden Wörtern. So, wir lassen den Ball mal laufen. Der hat auch wieder nur 2 Yards, ey. Wir probieren es nochmal mit einem Inside Zone. Linebacker ist nach hinten gegangen. Ja, okay, zum Glück haben wir Henry, der sich da durchtankt. Aber was ist denn das für ein Blocking, ey? Auch wieder nur 1 Yard, Digga. So, dritter und 7, Leute. Super, super wichtiges Play. Uzoma oder Okonkwo, glaube ich. Ja. Alter. Nein, er droppt den und der Receiver außen wäre komplett offen gewesen. Bruder, drop doch nicht so einen Ball, ey. Also das ist wirklich Trash, Junge. Das ist wirklich richtig Trash. Scheiße, ey. Und die Ravens scoren den Touchdown rauf, Mann. Es kann nicht wahr sein, Alter. Wir laufen den Ball hier. 2 Yards, ey. Was ist denn los, Mann? Dow, okay. Gutes Play. Wir gehen mal noch Huddle. Wir müssen uns echt beeilen, Alter. Wir lassen den Ball laufen mit Henry.
Ja, sehr schön. Nice, Junge. Oh mein Gott, nice, Digga. Let's go. Okay, wir sind an der 34. So kann es nochmal weitergehen. Screen Pass auf Henry. Arbeitstier, Digga. Der muss jetzt kurz noch ein bisschen ackern. Upfield, sehr schön. Jawohl. First down. Wir sind an der 21. Wir probieren es mit Verticals. Nice. 2 down und 1. Wir machen nochmal den Screen Pass hinterher beim 2. und 1. Gucken mal. Ja, da ist viel Platz. Renn rein, Junge! Let's go. Wichtiger Drive, Alter. Let's go. Scheiße, ey. Ravens haben wieder gescored. Jetzt wird's wirklich schwierig, Alter. 4 Minuten noch, 2 TDs. Shit, ey. Schönes Play. Gleiches Play nochmal, Leute. Nein, falscher Knopf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, zum Glück keine Interception. Okay. Good job. Weiter geht's. Digga, unser O-Liner wird einfach gebullrushed und fliegt auf seinen Ass, ey. 2 Yards und wenigstens out of bounds, damit die Zeit angehalten wird. Ja, komm. Sehr, sehr schön, Alter. Wichtig. Weiter, weiter, weiter. Let's go. Komm, lass uns jetzt hier einen Touchdown werfen. Lass uns hier einen Touchdown werfen. Ridley! Noch ist das Ding nicht vorbei, Leute. Noch ist dieses Ding nicht vorbei. Die Defense muss jetzt standhalten. 2,5 Minuten. Wir haben noch alle 3 Timeouts. 2-Minute-Warning auch noch. Defense, bitte halte Stand. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, yes. Sie hält Stand, Leute. Unsere Chance. Oh mein Gott, ist das ein Game, ey. Ich habe richtig schwitzige Hände, Digga. Okay. Was nehmen wir hier? Machen wir mal den hier. Wir starten an der 20. Ich habe Exactor aktiviert. Nee, das Play mag ich eigentlich nicht. Shit. Sind wir noch ins Ausgekommen? Hält die Uhr an? Nee, Digga, sorry, aber wir gehen jetzt hier auf Verticals Play. Damit fühle ich mich relativ sicher. Ridley. Oh, das ist noch eine Flagge für Face Mask. Let's go. Let's go. So, jetzt sind wir schon an der 36. Sehr, sehr schön. Nur 3 D-Liner drinne. Den Rennen war. Och nee, ey. Digga. Komm schon, der wurde von 2 O-Linern geblockt. Auf einmal kriegt er da irgendeinen krassen Start aus dem Block raus. Das sieht heavy, heavy nach Blitz aus. Vielleicht können wir Ridley direkt anspielen. Ey, zum Glück haben wir den nach außen geliefert. Das hätte sonst auch ein Pick sein können, ey. Holy Macaroli. Komm schon. Digga, catcht mich doch nicht jedes Mal. 30 Sekunden, ist das ein Spiel? Wir hatten hier fast das Spiel jetzt aus der Hand gegeben. 3. und 8. Ich habe nichts gesehen und ich werde gesackt. Das gibt's nicht. Wir haben keine Timeout. Ich dachte, wir haben eine Timeout. Nein, das ist das letzte Play. Ich glaube es nicht. Als ob das auch 20 Sekunden dauert, sich wieder hinzustellen. Und jetzt bricht das Gameplay auch noch ab. Digga, wen wollen die denn verarschen? Als ob es 20 Sekunden dauert, sich wieder hinzustellen bei No Huddle. Ey, Digga, das ist so ein schlechter Scherz, Bro. Oh mein Gott. Wir scheitern hier ein Game vom Super Bowl. Alter, ist das bitter, Leute. Das ist wirklich bitter. Oh mein Gott, das tut weh. Wenigstens haben wir irgendwie ein paar Sachen bekommen. Aber das ist wirklich.
Das ist wirklich einfach nur bitter, Leute. Break Sack, packen wir mal rauf, warum nicht? Gut, Leute, das war's dann wohl, ne? Ich meine, wir können gerne noch hier weitergehen und gucken, wer jetzt den Super Bowl holt, aber was juckt's mich denn? Wisst ihr, was ich meine? Pro Bowl, ja, sind wir überhaupt drinne? Advanced Week. Ach, scheiß drauf, Digga. Also, Rams gegen Ravens spielen. Gucken wir mal. Mann, Digga, das ist wirklich bitter, dass wir das nicht geschafft haben jetzt. Krass. Rams haben gewonnen. Crazy. Super Bowl MVP ist einfach irgend so ein Rookie Eddie Dwyer. Wild. Gut, Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert natürlich, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein. Bis dahin. Euer Eric.